Nichts geht mehr. Hat es vor gut einem Jahr beim internationalen Hebetechnikhersteller Palfinger geheißen. Eine Cyberattacke hat fast das ganze Unternehmen lahmgelegt. Daten wurden hier verschlüsselt und wir haben das leider erst nach einigen Stunden entdeckt und da war natürlich der Schaden doch schon relativ groß. Nach 10 Tagen und einer Lösegeldzahlung war der Kranhersteller wieder handlungsfähig. Cyberangriffe auf Unternehmen sind eine echte Bedrohung, sagt René Meierhofer beim Talk von Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Meierhofer ist Leiter des Instituts für Netzwerke und Sicherheit an der Johannes Kepler Universität. Man kriegt irgendein Stück Software, das sie meistens tarnt als etwas, das was Sinnvolles macht, also irgendeine Handy-App, irgendeine Applikation, die man jetzt auf dem Laptop installieren soll, die aber im Hintergrund die eigenen Daten einfach verschlüsselt. Und so verschlüsselt, dass man sie selbst nicht mehr entschlüsseln kann. Mindestens genauso gefährlich ist Datendiebstahl, auch für Private. Sei es die verschiedenen Ausweise, die man digitalisiert hat, die Bankdaten oder irgendwelche Nachrichten oder vielleicht Fotos, die man auf dem Handy oder am Laptop gehabt hat. Manchmal werden Daten kopiert und die könnten dann eben verwendet werden, um vielleicht jetzt Konten anzulegen im fremden Namen oder eben auch peinliche Dinge weiterzuschicken. Besonders wertvoll auf dem Schwarzmarkt Kundendaten von Banken. Dazu kommt aber auch der enorme Image-Schaden, den ein Cyberangriff mit sich bringt. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsmaßnahmen. Das reicht von der Bank als solches über Rechenzentrum und Softwarehaus natürlich, alle, die da im Verbund sind. Darüber hinaus das ganze Thema Mitarbeiter-Awareness, Mitarbeiterschulung, wobei dass nicht einzelne Mitarbeiter als Schwachstelle zu sehen sind, sondern einfach halt irgendjemand, der auf Social Media mehr preisgibt, als er preisgeben sollte. Wundermittel gegen Cyberattacken gibt es nicht. Mit Sicherheitsmaßnahmen haben es die Angreifer aber schwerer. Als sicherste Variante für Zugangsdaten gilt auch heute noch Kopien auf Papier, am besten in einem sicheren Tresor.